zwischendurch SPD. Ich wähle diesmal die AfD aus Protest, damit ihr wach werdet. Ihr seid überhaupt nicht wach. Nichts ist in den 8 Jahren passiert. Weder Bildung, Polizei, Schule. Wenn ihr abstürzt, seid ihr selber schuld. Kaum ist der SPD-Wahlkampfstand in Magdeburg aufgebaut, schon müssen Reinhard Gogolock und Falco Grube um einen verlorenen Sohn kämpfen. Danke. Der Wähler winkt ab. 15% der Sachsen-Anhalter würden aktuell der SPD ihre Stimme geben. Vor einem halben Jahr wären es noch 21% gewesen. Also sagen wir mal so, wir hören relativ oft das Wort Prozesswahl, das ist schon so. Das macht mir Sorge, keine Frage. Also wenn die AfD hier in nennenswerter Zahl einzieht, auch die, für die, die jetzt sagen, wir wählen die nur aus Protest. Und so punktet Falco Grube an diesem Tag öfter mit SPD-Display-Putztüchern als mit SPD-Programmatik. Dann kann man hier sauber machen und dann hat man das immer dabei. Wunderbar. Schön. Die kriegen auch so ein Ding? Die kriegen auch so ein Ding, auf jeden Fall. Arbeiterpartei, Volkspartei. Als solche wird die SPD kaum noch wahrgenommen. Warum, erklärt Politikpsychologe Thomas Kliche. Am meisten leidet offenbar bisher in allen Landtagswahlkämpfen die SPD, weil sie seit Onkel Harz im Grunde das politische Profil vergeben hat, den Kern ihrer Marke für die kleinen Leute einzutreten. Das ist seither wackelig. Für die kleinen Leute eintreten, das will auch die Linke. Nur die kleinen Leute, die lassen sich kaum blicken am Wahlstand von Dagmar Zoschke in Bitterfeld. Die roten Wundertüten bleiben ungeöffnet an diesem Vormittag. Ja, danke. Kein Interesse. 5% Stimmenverlust seit 2015, sagt die Prognose. Ursachenforschung bei Dagmar Zoschke. Weiß ich nicht, ob wir zu etabliert sind. Manchmal denke ich, wir haben auch so ein kleines bisschen den Biss verloren. Das geht zu uns nach innen, keine Frage. Jetzt ist eins der großen Themen tatsächlich Flüchtlinge. Und die Überschriften der AfD gehen vielen einfach sehr nahe. Und deswegen wählen sie die. Die Protestwähler, die sind jetzt hier bei der AfD. Volker Olinitschak muss sich nicht sonderlich mühen. Sie sprechen mich an, wenn Sie etwas wissen möchten oder wenn Sie Informationsbedarf haben. Ich möchte mich nicht in Parteienmanier anbiedern, sondern die Menschen sollten selbst sehen, wo der Schuh drückt und ob sie eine wahrhaftige Opposition im Landtag haben wollen. Und so drehen die lebenden Litfaßsäulen in aller Ruhe ihre Runden, bis sie wieder mal jemand anspricht. Auch in Wittenberg braucht die AfD nur dazustehen und zu warten. Wir wählen dich, sag ich. Dankeschön. AfD-Kandidat Matthias Lieschke mit geballter Alternative am Markt. Denn die Anhalter haben heute Verstärkung aus Sachsen bekommen. Die Bürger sehr aufgeschlossen. Kommen Sie gerne hin. Da stehen wir Rede und Antwort. Alle Fragen, die da sind, beantworten wir natürlich gerne. Es bleibt uns ja nicht mehr anders übrig, als so eine Partei zu wählen, die klar Dick spricht. Ja, wir müssen die einzige Alternative. Warum? Die anderen haben uns ja nichts gebracht. Die erzählen uns alles Mögliche. Märchen erzählen die AfD, die sind stark, sollen stark werden. Der Druck muss mal kommen. Ja, der Druck muss mal kommen. Darf ich Sie fragen, was Sie vorher gewählt haben? Die Linken. Die Linken als Protest. Dieses Paar hat früher SPD gewählt, jetzt auch AfD. Es geht nicht mal so sehr um die Thesen. Es ist mehr, dass ich denke, dass ich ein Protestwähler bin. Und der Protest richtet sich vor allem gegen die Flüchtlingspolitik der etablierten Partei. Sie wählen? Ja, weil mir gefällt das, dass die für uns da sind. Die Frau Merkel ist ja nicht mehr für uns Deutsche da. Die ist ja nur für andere da. Das gefällt mir nicht. Und das gefällt vielen anderen auch nicht. Bei der AfD geht es prinzipiell um ein Gefühl. Die AfD hat ja keine erkennbaren Lösungen für irgendwas auf der Welt. Sie hat auch viel programmatische Überschneidungen mit anderen Parteien, weil ihr Parteiprogramm ja eigentlich durch Einklaufen zustande gekommen ist, bis auf diese Ein-Punkt-Idee, Flüchtlinge raus und Mauer drum. Also wir sind die Guten und die Bösen bleiben draußen. Das ist sozusagen das Emotionspaket und die Grundlösung der AfD. Buntstifte fürs Enkelkind vielleicht? Ja. Gucken Sie mal, wie viele Enkel haben wir? Eine Windmühle und ein paar Buntstifte. Windmühlen kontra Emotionspaket. Die CDU in Halle versucht es lieber gleich mit praktischen Geschenken statt ideologischen Sprüchen.
Und natürlich was gegen rote Nasen. Desinteresse an der CDU? Michael Kleinhans von der Jungen Union gibt sich da ganz gelassen und wahlkampfgestellt. Ich sag mal so, auch vor 5 Jahren sind die Leute genauso vorbeigekommen, hatten irgendeinen Frust auf ein anderes Thema und haben uns links liegen gelassen. Und genauso ist es dies Jahr auch. Links liegen gelassen werden. Ein Schicksal, das auch die Kandidaten der Bündnisgrünen teilen. Darf ich Ihnen was mitgeben zur Landtagswahl? Für Sie was zur Landtagswahl? Darf ich Ihnen was mitgeben? Melanie Ranft hatte schon schönere Wahlkampftage. Also es ist ein bisschen schwerer. Wir werden ab und zu mal beleidigt von den Leuten. Ach, ihr Müslifresser und so weiter. Ne? Also es ist alles immer noch irgendwie im Rahmen, aber manchen Gesprächen müssen wir dann auch aus dem Weg gehen, wenn die Leute dann sehr aggressiv werden. Ich glaube, dass die Leute denken, sie können jetzt sagen, wie sie empfinden. Manche Leute machen sich da einfach. Vielleicht haben sie den Eindruck, dass die AfD die Antworten hat, die wir nicht geben können. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Mehrheit der Menschen genau die Politik gewählt hat, mit der sie jetzt unzufrieden ist. Das heißt, da gab es ein heimliches, emotionales Bündnis zwischen den Wählern und den Gewählten. Demokratie ist nett. Ihr sorgt irgendwie für uns. Wir können es uns gut gehen lassen und ihr kümmert euch um das Kleingedruckte. Es war ja auch Teil dieser alten Gemütlichkeit, dass die Politiker immer gesagt haben, hier ist die Lösung, wir haben alles im Griff, es ist alternativlos. Das funktioniert überhaupt nicht mehr, sondern die Politiker sind auch nicht so viel handlungsfähiger als die Menschen selbst. Es wird schwer werden, in den verbleibenden 4 Tagen das Wahlvolk vom Gegenteil zu überzeugen.